Hallo, nein, hallo, mir kommt Zemido. Meine Meinung zu Star Wars Episode 8, die letzten Jedi. Schließlich in der Erstrahlung zwischen Kinos am 14.12.17. Von Studios, Lucasfilm, Walt Disney Pictures und Rahmen Bergmann Productions. Einspielergebnis 1,22 Millionen Euro, Produktionskosten 21,43 Millionen Euro und Gewinn 89,56 Millionen Euro. Kurz zur Story des Films. Die Erste Ordnung ist nun an der Macht. Der Widerstand schafft es zwar, ein Schiff zu zerstören, muss aber fliehen. Währenddessen versucht Rey, Luke dazu zu überreden, sich dem Widerstand anzuschließen. Nun zu meiner Meinung zum Film. Man fragt sich schon am Anfang, warum die Erste Ordnung einfach so an der Macht ist. Der seine Mutterwitz von Poe zu Hux ist mega schlecht. Poe zerstört viel zu leicht die Geschütztürme vom Sternzerstörer, die komischerweise keine Schilde haben. Der Captain vom Sternenzerstörer blamiert sich derartig. Im Gegensatz zu R2-D2 kann BB-8 kein Schiff reparieren. Dann sehen wir die schlechtesten Schiffe, die wir je in Star Wars gesehen haben. Bomber, die mega langsam sind, und gleich kaputt gehen. Die Bomben fallen, als gäbe es Schwerkraft im Weltall, und eine Frau kann so einfach das Vakuum des Alls atmen. Bomber aus der Originaltrilogie waren klein und wendig. Es sieht so aus, als hätte sich die Republik zurückentwickelt. Snoke blamiert Hux vor der gesamten Mannschaft, was nicht gerade schlau für dessen Moral ist. Finn ist jetzt ein Slapstick-Charakter und wieder ein Feigling. Danach zerstört der Film auch noch das epische Ende von Star Wars 7. Snoke, der eigentlich das Training von Kylo beenden wollte, erniedrigt ihn, statt ihn zu trainieren. Von lauter Wut zerstört Kylo seine Maske. Luke ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ihm juckt der Tod von Han Solo überhaupt nicht. Er ist auf dem Planeten, um zu sterben, obwohl er eigentlich, obwohl er doch den alten Jedi-Tempel suchen wollte. Er hat versucht, Kylo Ren zu töten. Obwohl er sogar bei Vader dachte, dass noch Gutes in ihm steckt. Die originalen Jedi-Schriften waren eine ganz gute Idee. Luke nennt Rey einfach Rey von nirgendwo. Poe wird von Leia um zu Unrecht degradiert. Doch trotzdem vertraut sie ihm, als er angreifen will. Obwohl Kylo Han töten konnte, bringt er es nicht übers Herz, Leia zu töten. Der Satz von Hux, was bringt es, wenn wir nicht mal drei Rebellenschiffe zerstören können, ist einfach nur dumm. Und auch der Offizier, der sagt, sie sind schneller und leichter, stimmt nicht, weil in der Originaltrilogie die Sternenzerstörer viel schneller waren. Leia überlebt unlogischerweise das All und fliegt mit Mary Poppins zum Rebellenschiff. Poe und seine Freunde werden unlogischerweise nicht ins All gesaugt, als die Leia die Tür öffnen. Und Leia verfällt dann in ein Koma und ist somit keine Hilfe. Das Wiedersehen zwischen R2-D2 und Luke fand ich gut. Man spielt hier mit Nostalgie und zeigt die Übertragung von Leia aus Episode 4. Das ewige Hin und Her zwischen Halo, zwischen hin und her zwischen Hol Das ewige Hin und Her zwischen Holdo und Poe ist mega unnötig. Rose ist einer der unnötigsten Charaktere. Maz ist zu beschäftigt, um zu helfen. Ich finde es einfach schade, dass man Maz so stiefmütterlich behandelt und sie fast keine Screentime hat. Dass Rey und Kylo mit Hilfe der Macht sich sehen, fand ich interessant und gut.
Chewbacca hat überhaupt keine Persönlichkeit mehr, ist ziemlich unwichtig für die Handlung des Films. Canto Bight ist der schlechteste Star Wars Planet. Finn und Rose werden einfach wegen Falschparken verhaftet. Es ist auch mega dumm, dass das Gebäude jedes Mal durchgeschüttelt wird, wenn Weltraumkamele vorbeilaufen. Es wäre besser gewesen, wenn man das Gebäude woanders hinbaut. Die Geschichte, die Rose erzählt, ist gut. Als Finn und Rose im Gefängnis landen, treffen sie auf DJ, der einfach so ausbricht, wobei man sich fragt, warum er nicht schon früher ausgebrochen ist. Rose und Finn befreien die Weltraumkamele, doch lassen die Kinder einfach so zurück, die dafür bestraft werden. Wie die Weltraumkamele die Stadt zerstören, ist unlogisch. Die Szene, wo Rey Kylo mit nacktem Oberkörper sieht, ist schon lustig. Im Kino fragte ich mich, what the hell? Die Szene, wo Rey die dunkle Höhle betritt, gefällt mir. Kann aber nicht mit der Szene von Luke mithalten, als dieser auf Dagobah ebenfalls durch eine Höhle gehen musste, die von der dunklen Seite der Macht beherrscht wird. Rey bezeichnet Kylo als Monster, doch trotzdem denkt sie, sie könnte ihn dazu bringen, wieder gut zu werden. Rey kämpft mit Luke in einem epischen Duell. Yoda zerstört mit einem Blitz die alten Jedi-Schriften. Seit wann können Machtgeister Blitze in der echten Welt schießen? In der echten Welt eingreifen? Warum helfen sie dann nicht? Und er tötet Luke fast. Yoda lacht sich ihn ab und ist nicht wiederzuerkennen. Doch trotzdem ist ein Gespräch zwischen ihm und Luke richtig gut. Nietzsche erwähnt einen interessanten Ansatz. Holdo ist einfach nur schlecht und der Plan klingt so, als wäre sie böse. Die Szene, wo die zeigt, wie die Uniformen der ersten Ordnung gebügelt werden, ist einfach nur lächerlich. Snoke wird mega stark und sagt, er könne nicht besiegt werden. Und dann wird er besiegt, nur weil er kurz nicht aufgepasst hat. Holdos Kamikaze-Flug mit dem sie die Schiffe zerstört, ist unlogisch, weil man beim Hyperantrieb durch ein Wurmloch springt und nicht normal fliegt. Leia wacht einfach wieder und betäubt einfach Poe. DJ ist der einzige Bösewicht, der im Film gewinnt. Der Kampf zwischen den Wachen, Kylo und Rey ist mega schlecht. BB-8 steuert ohne Training einfach einen Läufer. Phasma wird viel zu einfach von Finn besiegt, obwohl der Kampf ganz gut aussah. Und somit ist Phasma einer der schlechtesten Star Wars Schurken. Rey eilt den Rebellen zu Hilfe und ist unlogischerweise fröhlich. Generell ist es einfach nur schlecht, dass es keiner schafft, den Falken abzuschießen. Rose zerstört das würdige Opfer von Finn. Keiner der AT-AT-Walker denkt daran, die beiden abzuschießen, während sie sich küssen. Generell ist der Kuss unnötig und ergibt keinen Sinn. Lukes Auftritt auf dem Planeten ist gut, doch seine Szenen sind nur dazu da, um Witze zu machen. Und dann stirbt er einfach einen lächerlichen Tod, weil er zu stark gemachtet hat. Rey kann einfach so riesige Steine bewegen. Die Rebellen sind erfreut, obwohl sie verloren haben und hohe Verluste zu beklagen haben. Die Endszene mit dem Besenjungen ist mega unnötig. Ein richtig schlechter Star Wars Film, der sich über alles lustig macht und die Star Wars Fans verärgert. Ryan Johnson hat Star Wars 7 nicht gesehen und Disney irrte die Zweifel von J.J. Abrams. Als ich den Film im Kino sah, fand ich ihn gut und episch. Aus heutiger Sicht finde ich den Film inzwischen als Katastrophe und einer der schlechtesten Filme, die jetzt
schlechtesten Filme, die es jemals gab. Der zwar ein paar gute Aspekte hat, aber die Logik von Star Wars ignoriert. Ich hatte nicht wirklich viel Spaß beim Schauen des Films auf Disney Plus. Das war auch schon mit dir, mein zu Star Wars Episode 8. Die letzten Jedi. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.